So, Freunde, willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir prügeln uns ja gerade in die Fulburg-Feste rein. Denn wir haben hier ein Quest-Typi. Interessanterweise. Kommen wir denn da rein? Andere Seite. Hier ist der Eingang. Ältester Blork. Nee, Brolk. Wie auch immer. Bringt 8 Stängel Bärenklau zum ältesten Brolk. Ich kann den Namen nicht ernst nehmen. So, Bärenklau. Aha. Ob der das so gut findet, wenn wir hier seine Freunde wegmeucheln? Ich glaube eher nicht. Das Zeug. Es wächst hier nur in dieser Fulburg-Ecke. Oh Mann, der saß gerade da und hat die Sonne genossen. Naja, die Nacht genossen. Wie auch immer. Ja, das kann man. Das kann man sehr gut sogar. Boah, Freunde, bei uns ist es ist gerade Herbst. Und bei uns ist heute so ein ganz leichter Nebel. Ich bin außer Reichweite. Und Vollmond. Ich bin vorhin kurz draußen gewesen, habe ein paar Kartons nach draußen in den Müll gebracht. Alter, sah das. Das sah so geil aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Leider habe ich keine Kamera, mit der ich das richtig fotografieren kann. Mit der Handykamera sieht man halt nur so einen weißen Punkt am Himmel. ja, das sah richtig gut aus draußen. Und dann ist er ihm noch, weil ich kam ja vom Warmen drinnen, dann ist er ihm noch so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, weil die Luft relativ kalt war. Boah, das war genial. Ich muss eigentlich öfter mal, wenn es dunkel ist, rausgehen. Das Problem ist, ich habe dann immer Schiss. Ich weiß, das ist doof, aber es gibt viele böse Menschen und auch viele böse Dinge da draußen. In der Nacht. In der Dunkelheit. Das war ein Filmzitat. Wer das Geisterschloss noch kennt. Das war einer meiner ersten Horrorfilme. Das war richtig cool damals. 7. Jetzt brauchen wir immer noch einen. Da hinten ist einer. Aber da kommen wir nicht hin, ohne uns zu prügeln. So, Bärenklau fertig. Bitte schön. Bringt das gesegnete Kräuterbündel zum ältesten Brolk? Brolk, Brolk, Brolk. Ah, wir retten jetzt die Bärchen. Okay. Wir brauchen Flinkfuß-Schwanzfedern, wie gemein. Menno, wir töten hier alles, was wir finden. Allem, was wir begegnen, reißen wir die Gedärme raus. Ja, ganz ehrlich, die Angriffe von der Katze sehen nicht gerade, die sind nicht gerade ohne. Hui! Oder auch nicht. Ich meine, das sagen ja allein schon die Namen. Schreddern! Hauen! Hauen ist süß! Wilder Biss ist auch süß. Zerfetzen! Zerfetzen klingt so krank. Es gibt nachher dann auch noch ein Zerfleddern. Das finde ich auch lustig. Die Göttin segne euch. Sammelt die Saat der Erde, des Meeres und des Himmels. Geht in Frieden. Gutum Ono. Wo finde ich die Saat der Erde? Dankeschön.
so des Meeres und des Himmels. Tja. Das ist ein ziemlich großräumiges Gebiet. Mal lieber lesen, vorsichtshalber. Etwas versucht, das Leben aus Dunkelküste aufzuzehren. Ich werde mich umhören, ob jemand etwas über das Ding weiß, das ihr gefunden habt. Was haben wir denn gefunden? In der Zwischenzeit müssen wir uns aber auch um die Wildtiere kümmern, damit ihnen nicht noch weiteres Leid geschieht. Ja, finde ich auch. Könnt ihr ein paar Materialien für mich besorgen? Ich brauche Leben in allen möglichen Formen. Sprecht mit Onu hier am Hain, um die Saat der Erde zu erhalten. Fangt einen Dunkelküsten-Irwisch, um die Saat des Himmels zu erhalten. Und besorgt die Saat des Meeres von den Seemuschelschalen an der Küste. Hey, du, da warte auf mich. Irwisch. Was hat denn ein Irwisch mit dem Himmel zu tun? Hey! Du kannst doch jetzt nicht wegfliegen. Ich rede mit dir. Junge Dame, bleib sofort stehen. Irwische sind ja tote Nachtelfen. Mit dem Himmel haben die nicht viel am Hut. Egal. Ich sollte nicht immer alles hinterfragen. Ich sollte einfach mal konsumieren und genießen. Glimmermuschel. Das ist dann die Saat des Meeres. Huch! Was willst denn du? Nee, das machen wir später, die Kultisten beobachten. Geben wir erstmal dem Teddy sein Kräuterbündel zurück. Hey, hier sind gesunde Bären. Sehr schön. Und friedliche Bären. Der älteste Brolk möchte, dass ihr das gesegnete Kräuterbündel nutzt, um 7 Föllborgs zu läutern und die Geister der Verderbnis, die sie in den Wahnsinn treiben, tötet. Grenfetzfell in der Schwarzfelsfeste möchte, dass ihr 8 Jadefeuer Kohlenpfannen zerstört. Jadefeuer, welch? Was für Pfannen? Wo sind Katzengestell? Achso. Heieiei, sehr nervig. Um das zu benutzen, müssen wir uns verwandeln. So. Geht aber. Gibt Schlimmeres. Da ist so eine Pfanne. Level 23. Der schläft, wie süß. Doch nicht bereit. Ich mag Föllborgs. Ich mag auch Knolle. Und Murlocs. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was ich ein bisschen eklig finde, sind die Kobolde. Ich kann das noch nicht tun. Und Mookins mag ich auch sehr gern. So, jetzt brauchen wir noch ganz viele Kohlepfannen. Falsche Zeit am falschen Ort, lieber Föllborg. Wow. Jo. Noch mehr. Falsche Zeit, falscher Ort. Sorry. Muss euch töten, ihr steht im Weg. Sonst tötet ihr mich. Ist auch nicht gut. Voll doof. Stirb. Nicht mit sie töten. Die Wolfskatze. Schuhe der Beweglichkeit. Einmal anschauen. Kohlepfanne? Ich habe nicht genug Energie. Jo. Jetzt juckt die Nase, auch das noch. Hm. Leder. Für 18. Jo.
Na, wobei, naja, egal. Nee, mach mal nicht. Ist ja blöd. Gegenstandsstufe zählt also doch nicht alles. Besonders im High-End-Bereich verlasse ich mich da immer so ein bisschen drauf. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Wieder halbwegs engagierte WoW-Spieler wird mir jetzt wahrscheinlich Steine an den Kopf werfen wollen, aber der Blizzard macht die Gegenstandsstufe aber auch zu was Wichtigem, denn manche Instanzen oder besondere Raids etc. könnt ihr ja nur mit einer bestimmten Gegenstandsstufe betreten, von daher ne? Blizzard bauscht das auch schon ein bisschen auf. Und dann nimmt man halt doch eher mal das, was einen Punkt mehr hat, als das, was einen besseren Start hat. Also ich nicht Mann, sondern ich mach das so. Hey du. Ah, endlich Beweglichkeit. Jo. Aber ich glaube, bei epischen Gegenständen ist es auch wieder anders, weil hier steht selten gegen rar, oder? Ist das rar? Heute spitz. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, selten. Selten? Rar? Episch. Ja, dann ist rar, ist blau. Hier steht also selten gegen rare. Wahrscheinlich ist deswegen das rare. der rare Gegenstand ist dementsprechend wahrscheinlich besser. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Der älteste Brolg in der Schwarzfellfeste möchte, dass ihr Sharax den Gender tötet. Schabas? Mögen die uns jetzt? Nö. Immer noch nicht. Böser Bär. Hey! Ich glaube, es hackt. Schießt er uns da so einen Ballernkopf? Jetzt kommt der auch noch. Nicht genug. Ich glaube, der war gar nicht. Den haben wir gar nicht geedit, aber was soll's. Der hat uns schief von der Seite angeguckt. Nee. Falsche Zeit, falscher Ort. Stirb. Und du stirbst auch. Aha, ein Satyr. Interessant. Toll, wir können nur schreddern. Sharax tot. Anspringen brauchen wir, glaube ich. Das ist unser aus der Verstohlenheit raus Angriff. Ich glaube, der heißt Anspringen. Ah, danke schön. Gehen wir wieder. Jetzt gehen wir zu unseren Druiden wieder. Um die Bärchen zu heilen und alle anderen am besten auch. Er hat eine Säule in der Hand. So, Hanni. Ishnudal Dieb. Genau. Ja. Die sind gekauft. Testet den Lebensbringer-Schößling an einem gesunden, ergrauten Distelbeeren, Schwarzschwanzhirsch, Mondpirscher-Patriarch oder einer gesunden Mondpirscher-Patriarchin. Ich die Sterne leiten. An irgendeinem Tier sollen wir das jetzt testen. Hoffentlich funktioniert das. Nicht, dass uns. Nicht, dass wir hier noch mehr Tiere verderben. Sind schon genug infiziert. Womit auch immer. Hey. Nee, wir brauchen was Gesundes. Ein gesundes Tier. Hallo? Gibt's hier noch gesunde Tiere? Ja. Ja! Was? Verschlingende Präsenz. Ergrauter Distelbär wird nun vor der Verzehrung beschützt. Das ist sehr schön, aber was war da in dem drin? Das war so gesichtsloser.
So. Elun sei mit euch. Sprecht mit Orseus vor dem Hain der Uralten und besteigt einen Hypogreifen. Beschützt aus der Luft jeweils 8 von den Tieren. Wir schmeißen jetzt das Zeug auf die Tiere sozusagen. Das finde ich äußerst gut. Bin ich sofort dabei. Huch. Springt auf. Ah, uns fliegt jemand. Die Katrina. Winterleuchten. Haltet euch gut fest, ich kümmere mich um das Fliegen. Ihr konzentriert euch auf die Wildtiere unter uns. Aus der Luft dürftet ihr euren Schutzzauber auf ganze Gruppen von Tieren auf einmal wirken können. Wenn es so wackelt, kann man das gar nicht so gut lesen. Und ich habe jetzt gerade die Sprechblase und nicht den Chat gelesen. Wo sind denn die Tiere? Wow! Das ist ein großflächiges Gebiet, ja. Oh. Jetzt habe ich das Elementar beschützt, anstatt das Tier. Schon wieder. Mondpürscher. Da ist einer. Wartet, der Aufwind von den Feuern kann heftig sein. Gut, alle erwischt. So, schaut doch schon ganz gut aus. Brauchen noch Bärchen. Die Bärchen dürften jetzt kommen. Von den Feiern vertriebene Mondpirscher patrouillieren diesen Strand. Wir müssen sie schützen. Wir müssen alle schützen. Noch keine Bärchen. Jetzt kommen die Bären. Oh, ja, die Borlocks beschützen wir natürlich auch. Schaut hinunter, einige dieser Bären wurden noch nicht dahin gerafft. Wir kommen nicht zu spät. Sieh nix. Ich sehe nur Baum. Ich sehe nur Baum und Borke. So. Das ist die Meisterklefe. Alter, was ist das denn? Warum sollte jemand so etwas Entsetzliches ausgraben wollen? Ich bin überzeugt, dass diese Dinger hinter dem stecken, was den Tieren hier widerfährt. Das ist echt creepy, was die hier ausbuddeln. Alter. Oh, ich erinnere mich, früher hat man nur den Kopf gesehen. Diesen Kringel hat man früher gesehen. Und das Schwert, das steckte da auch schon immer. Die haben jetzt viel mehr davon ausgegraben. Viel, viel, viel mehr. Und das Land ist anscheinend auch ein bisschen abgesackt. Kranker Scheiß. Früher war da gar nichts, glaube ich. War da früher irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Gute Arbeit. Lasst es Orseus wissen, wenn wir noch eine Runde fliegen müssen. Ansonsten treffe ich euch im Hain. Gut. Die Quest hat Spaß gemacht. Elun sei mit euch. Verwendet den Lebensbringer-Schößling am Ufer des flachen Sees südlich des Hain. Der Uralten und zerstört das verschlingende Artefakt. Das wird das sein, was wir unter Wasser gefunden haben. Ja, das ist es. Unser Häschen. Hallo? Oh! Böses! Ich kann dieses Was? Das ist riesig. So
Sowas ist es doch, was die da ausgraben, oder? Ich habe nicht genug. Schau mal, das hat. Das hat dasselbe. Nee, das hat keinen so einen. Das hat von vorne her hat es denselben Rüssel, aber nach hinten hat das irgendwie keinen so einen. Wie nennt man das? So ein. So ein. Fleischhaare. ja, das, was die drei Nei auch haben. So Fleisch. Schwänze am Hinterkopf. Die Göttin segne euch. Nee, die haben Int. Die Göttin schütze euch. So, dann müssen wir so noch die Schattenhammer-Kultisten beobachten.